Liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen am Mikrofon mit einem Tipps und Tricks Video aus The Elder Scrolls Online. Ich möchte es ganz gerne so kompakt wie möglich halten und euch nicht mit zu vielen Details jetzt zu bombardieren, sondern wenn ihr dann Fragen habt zu einzelnen Bereichen, stellt sie ruhig in den Kommentaren. Ich werde so viel wie möglich direkt beantworten. Ansonsten findet ihr auch viele Informationen auf unserer Seite eso.mmosum.de. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal los. Das Einsteiger-Tutorial Nummer 1 befasst sich mit dem Thema Open World, also alles, was ihr in der freien Welt und gerade zu Beginn des Spiels entdecken könnt. Ganz wichtig, eines der zentralen Bestandteile sind natürlich die Himmelsscherben. Himmelsscherben findet ihr in jedem Gebiet. Es gibt eine unterschiedliche Anzahl an Himmelsscherben. Wo ihr diese findet, ebenfalls in der Videobeschreibung eine schöne Liste. Da habe ich euch Karten zurechtgebastelt, wo diese Himmelsscherben sind. Sie können oberirdisch, unterirdisch sein. Ihr solltet sie alle sammeln. Habt ihr in einem Gebiet alle gefunden, bekommt ihr auch noch ein Achievement, ergo ein Erfolg. Dieser euch aufploppt und sagt dann zum Beispiel, ihr seid der beste Himmelsscherbensucher in Auridion als Beispiel. Als weiteres ganz wichtig sind Schatzkisten. Denn deswegen solltet ihr immer Dietriche bei euch haben. Wenn ihr noch keinen hohen Schlösserknacken-Skill habt und auch nicht gleich so die Fertigkeiten noch nicht gelernt habt, ist es ganz schwierig, teilweise schwierige Kisten zu öffnen. Einfache solltet ihr euch immer ranwagen und probieren. Ihr bekommt mit jeder geöffneten Kiste natürlich auch einen Skill, der sich erweitert. Wie gesagt, ganz wichtig, immer genügend Dietriche mit sich umherschleppen und da kann man ruhig 30, 40 Dietriche bei sich haben. Gar kein Problem, man findet sehr, sehr viele Kisten und diese beinhalten immer tolle Belohnungen bis hin zu 10, 20 Gold, was am Anfang natürlich sehr hilfreich ist, gerade in den Startgebieten. Ansonsten natürlich Materialien, alle Ressourcen sammeln, die für Berufe notwendig sind. Das ist Holz, das sind Pilze, Pflanzen oder auch Erze oder auch Runen für die Verzauberung. Alles aufsammeln. Habt ihr euch schon früh entschieden, welchen Beruf ihr ausüben möchtet, solltet ihr einen Fertigkeitenpunkt in den Bereich bessere Sicht stecken bei dem jeweiligen Beruf. Dann könnt ihr schon auf höhere Distanz einfach sehen, wo diese einzelnen Ressourcen sind. Das lässt sich noch weiter skillen und da könnt ihr dann bereits, wie bereits erwähnt, schon im Vorfeld sehen, wo diese einzelnen Gebiete sind oder die einzelnen Ressourcen, so rum, die einzelnen Materialien für euren Beruf. Ihr seht das hier auch im Video, dass sie dann so richtig schön hochleuchten und dann sieht man sofort, ja, da ist wieder ein Blümchen für mich als Alchemist. Ansonsten habe ich für euch noch die markanten Sehenswürdigkeiten. Die geben auch wieder ein Achievement. Hat man alle gesucht oder alle gefunden, könnt ihr euch raussuchen in den Erfolgelisten. Also wie gesagt, versucht immer, das ganze Gebiet abzugrasen. Müsst ihr ja sowieso, wenn ihr alle Himmelsscherben haben wollt, dann könnt ihr die Sehenswürdigkeiten gleich mitnehmen. Und dort finden sich meistens auch nochmal Schatzkisten oder interessante Geschichtsbücher. Ansonsten gibt es noch einen Punkt, den ich ganz interessant finde. Das sind die Angelspots, da gibt's auch ganz, ganz seltene Fische, die man angeln kann. Ich weiß noch nicht genau, ob diese zusammenhängen mit dem Köder, ob man einen besonderen Köder braucht, um diese Erfolge dann auch zu angeln, beziehungsweise diese seltenen Fische zu angeln. Aber probieren kann man es immer. Es gibt immer ein wenig Essen, beziehungsweise es gibt Fisch, den man dann kochen kann. Ist natürlich auch für die Versorgung und fürs Kochen ganz hilfreich, wenn man damit Materialien hat. Okay. Ich hoffe, ich habe viel angesprochen. Würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Wenn ihr Fragen habt, haut's einfach rein. Wie bereits erwähnt, eso.mmosohn.de. Dort findet ihr immer und regelmäßig aktuelle Guides, aktuelle Tipps und Tricks, die ich für euch vorbereite. Ansonsten sehen wir uns natürlich im Let's Play. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da fleißig dran bleibt und vielleicht sogar selber bald in der Gilde. Da muss ich mir überlegen, ob wir eine Gilde gründen, aber noch weiß ich es nicht. Vielleicht wird es ja was. Schauen wir mal. Also ansonsten freue ich mich auf euch natürlich in den weiteren Videos. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, eine kleine Anleitung geben, wenn es denn bei euch losgeht mit The Elder Scrolls Online. Und bis dahin, wenn ihr andere Fragen habt oder eben noch Themenvorschläge, was ich mir mal ein bisschen genauer anschauen soll für euch oder vielleicht sogar erklären soll, dann würde ich sagen, bis dahin, euer Van Bergen, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.